Herr Wallner, warum ist der Verein Lehre in Vorarlberg gerade jetzt so wichtig? Also ich glaube, er ist ganz wichtig, weil wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich die Lehrausbildung in Vorarlberg zu stärken. Die Jugend, die Eltern sollten ja auch wissen, dass eine Lehre in Vorarlberg etwas ist, was bei Job und Karriere helfen kann, keine Sackgasse ist, ein Türöffner in viele Richtungen. Mit dieser Plattform sind wir ganz zusammengerückt und setzen gute Initiativen. 1800 Ausbildungsbetriebe mit vielen offenen Stellen kann man hier direkt auch digital abrufen. Ein guter Service für die Jugend, aber auch die Eltern. Man kann sich gut informieren. Es ist einfach wichtig, dass, wenn es um Lehre geht, alle zusammenarbeiten. Wie sehen Sie das Thema duale Ausbildung in Vorarlberg? Das ist ein Schlüsselthema. Die Wirtschaft im Lande sucht ganz dringend nach gut ausgebildeten Fachkräften. Ein großes Ziel haben wir. Vorarlberg soll das Land der besten Fachkräfte in Zukunft sein. Die Ausgangsbasis ist gut. Mehr als die Hälfte der Jugend macht eine Lehrausbildung. Aber unsere Aufgabe ist es schon, das Land, die Sozialpartner, die Unternehmen miteinander dafür zu sorgen, dass Lehre eine Zukunft hat. Und das heißt ausbilden, ausbilden und noch einmal ausbilden. Aber heißt auch, sich anzupassen auf neue Gegebenheiten. Also wir setzen noch weiterhin voll auf die Lehre und hoffen, dass auch künftig ein Wert von über 50% der Jugend erreicht werden kann. Jeder Zweite macht eine Lehrausbildung und das hat in dem Land Zukunft. Markus Kurin, Sie sind Geschäftsführer von Lehre in Vorarlberg. Was kann genau das neue Portal? Interessierte, also Schüler und Eltern, bekommen hier auf einfache Art und Weise einen Überblick, was für Jobs gibt es in Vorarlberg, wo gibt es welche Jobs und wie schauen die einzelnen Lehrberufe aus. Das heißt, wir haben Beschreibungen zu über 190 Lehrberufe, vom Tischler bis zum Mechaniker ist im Prinzip alles enthalten. Es sind über 1800 Lehrbetriebe oben mit Kontaktinformationen und Informationen zu den einzelnen offenen Lehrstellen. Es gibt immer zwischen 400 und 600, 700, je nachdem, offene Lehrstellen in ganz Vorarlberg. Und es werden regelmäßig Geschichten, Interviews mit Lehrlingen gemacht, um eben ein authentisches Bild zu zeigen, was macht die Lehre aus, wie geht es den Lehrlingen, was erzählen sie, welche Berichte haben sie. Und das sind im Prinzip viel authentischere und echte Eindrücke abseits von PR-Kampagnen, wie die Lehre in Vorarlberg tatsächlich aussieht. Kann das Portal jeder, sowohl Unternehmen als auch Lehrstellensuchende, gratis nutzen? Das Portal ist für alle kostenlos. Betriebe bekommen einen direkten Zugang, können ihre Unternehmensdaten, alle offenen Lehrstellen einpflegen und die User können sowieso zwischen 100 offenen Lehrstellen Berufsbeschreibungen und Geschichten auswählen.